i <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film. Alle steht Kopf 2 Ja, in diesem Film geht es natürlich wieder um unsere Riley, denn die ist mit ein paar Freunden, ja, sagen wir es mal zu einem großen, ja, Eishockeycamp aufgebrochen und ja, innerhalb dieser Zeit, wo bevor, kurz bevor sie aufbricht und während sie da ist, passiert es. Sie kommt in die Pubertät. Was unsere Emotionen dann natürlich ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, überrascht, denn zusätzlich zu den Emotionen Freude, Kummer, Wut, Ekel und Angst kommen jetzt natürlich ein paar andere hinzu, nämlich Zweifel, Neid, äh, Inui, äh, französisch für gelangweilt, weil er einen französischen Akzent hat, und peinlich. Und diese Mixtur er gibt wie man es bei teenagern so kennt ein absolutes gefühlschaos denn jeder will seinen teil beitragen und jeder meint er weiß alles irgendwie besser und so und das ist ein ganzes Gefühlskaos und das bringt wiley auch in ziemlich viele ja tolle weniger tolle peinliche und so weiter, also in die verschiedensten Situationen, in die man halt hineintappen kann. Ja, so viel ungefähr zur Story. Also, dieser Film ist eine interessante Fortsetzung zu dem ersten. Ich habe mir den ersten jetzt vor zwei Tagen nochmal angeguckt und muss sagen, der Film war, der erste Teil war schon interessant. Obwohl ich den ersten Teil teilweise für Kinder schon teilweise ziemlich traurig fand, ist jetzt der zweite Teil mehr so spannend, teilweise ja auch ein bisschen traurig, aber auch, ähm, ja, er ist ähm, auf jeden Fall gereifter, würde ich sagen, denn ähm, die ganzen Emotionen sind jetzt auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen mitgewachsen. Vieles ist jetzt ein bisschen, sage ich jetzt mal, aufgeklärter, beziehungsweise ein bisschen, ja, jeder hat so ein bisschen den Part gefunden, in dem er jetzt sein sollte. Und abgesehen von den neuen Emotionen, die sind doch wirklich so ein bisschen wie eine Streitaxt im Walde, bis auf, ähm, ja, sage ich jetzt mal, äh, Uni und ähm, Peinlich, die sind, äh, sage ich mal, so ein bisschen, ja, sie sind. Da so ein bisschen an Randgruppe, sage ich jetzt mal, während zum Beispiel andere da schon so ein bisschen mehr Rambazamba machen und dort die Knöpfe drücken, die sie vielleicht besser eigentlich nicht drücken sollten, um Riley da nicht in irgendwelche Situationen zu bringen, die sie eigentlich gar nicht sein möchte. Und ja, also der Film ist eine interessante Fortsetzung. Man hat wirklich vieles in diesem Film richtig gemacht. Man hat wirklich auch vieles interessant weitererzählt. Man weiß wirklich in diesem Film einfach, was man will und man bekommt es auch. Und das ist wirklich schön. Also gerade so für die Kids finde ich das richtig super gemacht. Man erklärt den Kindern, was so alles in den Köpfen vorgeht. Und man hat auch teilweise hier auch wieder ähm, und das so gemacht, dass dann teilweise auch bei den Eltern auch mal wieder so kurzzeitig mal ein kleiner Schwenker in die Köpfe reingemacht wird, hat man wirklich sehr, sehr toll umgesetzt. Was man auch wieder toll umgesetzt hat, man hat neue Charaktere reingebaut. Also, ich meine jetzt nicht ähm, Emotionscharaktere, sondern auch Freunde, Freundinnen etc. pp. Hat man da schön reingebaut, um das Ganze dann noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, in die Breite zu bringen. Das war jetzt im ersten Teil noch, ähm, war es ja mehr so auf die Familie, mehr so, ähm, sage ich jetzt mal, eingefärcht, was jetzt aber in den zweiten Teil erheblich mehr an Breite gewonnen hat, da jetzt auch Schulfreunde und sowas alles mit involviert sind. Ja! so viel zu dem Thema, was man auch wirklich hervorheben kann, sind einfach die Animationen sind einfach wirklich immer noch top geblieben. Man hat wirklich man kann sich in die einzelnen Emotionen dann auch jetzt mittlerweile viel besser hineinversetzen, weil die auch mittlerweile auch gereift sind. Ja, das ist wirklich alles richtig gut gemacht, auch vom Sound, der fand ich richtig geil. Man hat da auch ein ähm, bisschen mehr ähm, Räumlichkeit da auch jetzt rein, drin reingepackt und so und ja man hat auch so ein paar andere Dinge hineingepackt die jetzt im ersten Teil noch nicht so aufgegriffen wurden das fand ich auch schön wie man das dann jetzt alles noch mal ein bisschen in die in die in die und äh, ein bisschen mehr weiter erzählt hat und so ja das ist wirklich eine sehr schöne Fortsetzung gewesen und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo von der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts-Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe. Alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, alles steht Kopf 2. Und dieses Mal steht auch wirklich, wird auch wirklich noch viel mehr auf den Kopf gestellt als noch im ersten Teil. Denn die neuen Emotionen sind wirklich nicht einfach zu handeln. Und bringen Riley da in sehr viele kuriose Situationen. Und ja, da muss man wirklich sagen, man hat da wirklich alle Register gezogen. Man hat auch viele neue Dinge, was auch, sag ich jetzt mal, was so im Kopf passiert, viele neue Dinge da reingebracht und viele Dinge einfach weiterentwickelt. Das gefällt mir richtig gut, was man da gemacht hat. Und das passt für einen zweiten Teil, für so einen Film auf jeden Fall 100%. Ich finde, man hat wirklich einfach alles richtig gemacht, was man richtig machen konnte. Und somit gebe ich den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen, weil es da eigentlich nicht wirklich viel zu meckern gibt. Manche Sachen werden zwar mit der Zeit auf der einen Seite vielleicht ein bisschen, ja. Ja, man kann sagen, manche Sachen werden vielleicht ein bisschen abgenutzt oder so oder nerven vielleicht, manche Emotionen nerven vielleicht dann auch, aber alles in allem passt es hundertprozentig so hinein. Ja, das war meine Filmbewertung zu Alles steht Kopf 2. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann drückt doch auf den Abo-Button und. Guckt doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.